mein Name ist Marius Ebert. Ich bin dabei, Lernstoff aufzubereiten in Frage- und Antwortform. Und daraus entstehen wertvolle Lernhilfen für Sie. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.spaßlerndenk-shop.de. Die Frage diesmal lautet, und es ist wieder eine Frage aus dem Bereich internationale Wirtschaftsbeziehungen, erläutern Sie den Vorteil der Zweipunktklausel für den Exporteur. Antwort, nochmal zur Erinnerung, Zweipunktklausel bedeutet, dass Gefahrenübergang und Kostenübergang an zwei unterschiedlichen Stellen stattfindet, und zwar in der Regel der Gefahrenübergang früher als der Kostenübergang. Das bedeutet, dass der Exporteur zwar noch den Transport bezahlt, zum Beispiel bis zum Hafen des Importeurs, aber die Gefahr bereits in seinem Heimathafen übergeht. Also, kurz gesagt, der Gefahrenübergang für den Exporteur ist früh. Das heißt, wenn die Ware dann untergeht, von Piraten geraubt wird oder sonst irgendetwas passiert, dann ist es ein Problem des Importeurs. Der Exporteur zahlt zwar noch bis zum Zielhafen, zum Hafen des Importeurs, aber die Gefahr ist früher übergegangen. Und das ist ein bisschen anders als zum Beispiel DDP, Delivered Duty Paid, wo der Exporteur alles bezahlt, sozusagen dem Importeur die Ware frei Haus liefert. Wertvolle Lernhilfen, sagte ich gerade. Ich bekomme fast jeden Tag Mails, die lauten so nach dem Motto, hätte ich sie doch früher entdeckt. Schauen Sie, dass Ihnen dieser Fehler nicht passiert. Nutzen Sie meine Lernhilfen. Und gehen Sie dazu zu www.spaßlerndenk-shop.de. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.